Ribbentrop-Plan besagte ja, war vom Hass diktiert, Deutschland soll zum Agrarstaat werden und soll keine Intelligenz mehr haben, keine Industrie mehr aufbauen und sozusagen für alle Zeiten zum niedrigsten Helotenstaat herabgewürdigt werden. Ja, aber dann sind die schlauen Wirtschaftler gekommen und haben den Morgentau beiseite geschoben und haben gesagt, das ist kein guter Plan. Und da müssen wir das Armenhaus noch finanzieren. Wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben für den Krieg, das wollen wir irgendwie wieder haben. Die Deutschen sind zwar unangenehme Burschen, aber das Kraut, ne, unangenehm, aber arbeiten können sie. Und die bringen wir jetzt mal zum Arbeiten und die Gewinne, die stecken wir ein. Geld haben wir genug. Wir stecken jetzt mal anders als die Russen, die haben nur rausgezogen. So haben sie jetzt mal im Marshallplan, im Füllhorn das Geld über Deutschland ausgeschüttet, mit neuester Technik Industrien aufgebaut, wo sie die Teilhaber waren, ihre Investitionen, und haben damit sich eingekauft, die Gewinne abgezogen und Deutschland wirtschaftlich durch und durch mit einem Riesennetz überzogen und sozusagen ihr Herrschaftssystem über Deutschland ausgebreitet. Und was an deutschen Großindustriellen da war, die haben sie noch in Nürnberg vom Tribunal gestellt, Krupp und Konsorten, die wurden dann als Kriegsverbrecher abgeurteilt. Die spielten dann keine Rolle mehr. Sicher ist es auch, es sind auch solche Leute wie Flick und sowas sind schon auch noch genug übrig geblieben, aber eben auch nur, weil sie sich mit den amerikanischen Wirtschaftsmagnaten liiert haben und sie haben teilhaben lassen und so weiter. Also eine echte Eigenständigkeit haben die auch, auch nicht mehr gehabt. Das ist also dann schon längst keine richtige privat bewirtschaftete Industrie mehr gewesen. So. Nun hat man erstmal Deutschland beherrscht, indem man die Basis des Staates, ist ja die Wirtschaft, und zwar beherrscht. Das hatte man hingekriegt und da kommt noch dazu, dass man dann einen Geheimdienst aufgezogen hat, der zunächst eigentlich ein übergelaufener Geheimdienst war, diese Organisation Gehlen, die ist also komplett gekauft worden und von den Amerikanern bezahlt worden, war ein amerikanischer Dienst und dann später mit Installierung der Bundesrepublik sind sie dann formal zu einem Bundesnachrichtendienst geworden, was natürlich lächerlich ist, weil es nie etwas anders geworden ist als ein amerikanischer Geheimdienst, nur mit deutschem Personal und mit dem Unterschied, dass er nicht mehr von den Amerikanern bezahlt worden ist, sondern vom deutschen Steuerzahler, aber ausschließlich natürlich für seinen alten Brotherrn arbeitet. Etwas anderes ist nicht denkbar, denn da müssten ja die amerikanischen Sieger Vollidioten gewesen sein, wenn sie dieses Instrument aus der Hand gegeben hätten. Also so verblödet waren die nicht. Das haben sie bis zum heutigen Tage noch in der Hand. So. Und dann haben wir jetzt hier eine soziale Marktwirtschaft eingerichtet. Und die hat natürlich auch ziemliche Segnungen und Früchte gebracht für die deutsche Bevölkerung. Es ist ja den Deutschen in dieser Zeit nicht schlecht gegangen, kann man sagen. Und das ging so lange bis zur Wende, kann man sagen. Hat man den Deutschen mehr soziale Leistungen zugestanden, soziale Leistungen, die dem Volke gegeben werden konnten, und nicht gleich so dieses brachiale amerikanische System eingeführt mit Hire and Fire. Aus welchem Grunde wohl? Aus dem Grunde, weil sie gefürchtet haben, dass sonst die Deutschen kommunistisch werden. Die mussten immer diese Sumpfblüte am Blühen halten, immer zeigen, immer den Deutschen zeigen, dass wir scheinbar ein bisschen besser sind, dass es ihnen immer besser geht als denen in der DDR, damit die nicht überlaufen. Denn man darf ja mal eins nicht vergessen, die nationalsozialistische Idee und vor allen Dingen auch ihre Wirtschaftspraktiken, die waren nicht so wie in der Sowjetunion, waren aber den Praktiken der Sowjetunion um ein vieles näher und ähnlicher
als die Wirtschaftspraktiken der westlichen Kapitalisten. Also die Gefahr, dass die Deutschen dann da, wenn es jetzt in der DDR, wenn das jetzt prosperiert hätte und wenn die besser dagestanden wäre, dann hätten die hier ein Problem bekommen. Und man sieht es auch ganz deutlich, seit dieser Zwang, dieser Sachzwang weggefallen ist, greift immer mehr das amerikanische Wirtschaftsprinzip bei uns hier durch. Die Heuschreckenkapitalisten also ganz einfach nach dem amerikanischen Prinzip, weil sie es einfach nicht mehr nötig haben. So, und nun komme ich an den Punkt, es gibt ja Leute, die dann sagen, eigentlich müssten wir es doch wieder so machen wie beim Adolf. Haben wir doch jetzt gehört, wie die das gemacht haben, dass wir ein Wirtschaftswunder hatten. Warum machen wir das eigentlich nicht? Da muss man an erster Stelle sagen, das sage ich, weil es nicht geht. Und warum geht es nicht? Erstens geht es nicht, weil uns das unsere Herrscher, diejenigen, deren Gewalt unterworfene wir sind, nicht gestatten werden. Unsere Befehlszentrale ist nicht in Berlin, die war nie in Bonn, die ist nicht in Berlin, sondern die ist außerhalb Deutschlands in Washington und dann vielleicht noch an einer anderen Stelle hier im Nahen Osten. Und die entlassen uns nicht aus dieser Gewaltunterwerfung. Das heißt, die gestatten uns hier nicht ein anderes Wirtschaftsprinzip, gleich welcher Art, sondern die sorgen dafür und die Macht haben sie dazu, dass das alles so bleibt, wie es ist. Also Demokratie darf nicht gerüttelt werden, weil die Demokratie, das Wirtschaftssystem, was die haben wollen, die Verschleißwirtschaft, das Produzieren, sinnlose Produzieren von Verschleißgütern, die möglichst schnell kaputt gehen, damit man wieder neue produzieren kann. Der Verschleiß von Rohstoffen, das muss alles so bleiben. Die Wachstumsgemeinschaft, die Globalisierung, überall die Hand drauflegen. Da gibt es kein Entrinnen, solange diese mithilfe dieser geheimdienstlichen Krake die außerdeutsche Befehlszentrale uns im Griff hat. Habe ich das einigermaßen verständlich ausgedrückt. Also erst, wenn man sich davon befreien könnte, und das wäre wieder ein Thema für sich, wenn man das denn könnte, würde jetzt den Rahmen sprengen. Im Moment geht es jedenfalls nicht. So. Nun kann man das, selbst wenn wir könnten, sagen wir mal, was wäre wenn? Nehmen wir mal an, wir könnten. Die Krake würde ihre Tentakel zurückziehen müssen und die außereuropäische Herrschaftszentrale würde zusammenklappen. Das kann doch passieren. Ne? Die haben so viele Probleme da in Übersee, das kann ihnen zu jeder Zeit und Stunde alles um die Ohren fliegen, dass sie schwach sind. Warum hat der Russe während der Wendeproblematik nicht eingegriffen, weil er nicht konnte? Weil er in dem Moment zu schwach war. Die russische Armee dann nicht mehr einsetzen können, die wären reihenweise übergelaufen und alle solche Probleme. Wenn Amerika eines Tages mal schwach ist, das kann aber niemand von außen steuern, sondern da muss in der Politik nur so ein bisschen warten können. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, die krepieren an ihrem eigenen System. Die siegen dahin und die werden daran krepieren. Und das ist dann eine Möglichkeit, wo dann nicht nur Deutschland, auch andere europäische Staaten sich vielleicht auch mal freischwimmen könnten. Aber an diesem Punkt sind wir nicht und deswegen brauchen wir da weiter gar nicht drüber zu diskutieren. So. Aber selbst wenn wir könnten, jetzt kommt der Punkt, was wäre wenn? Und wir würden jetzt genau das, was wir geschildert haben, nun auch einfach sagen, dann machen wir auch die dirigistische Maßnahmen. Dann stoppen wir halt den Import hierher und verschicken nur noch unseren Export, können wir noch machen. Können auch die Lohnpreisschraube anhalten. Ihr könnt es von mir aus Diktatur nennen, wir nennen es halt Notstandsgesetzgebung, läuft aber aufs Gleiche hinaus. Also könnte, ist ja denkbar. Funktioniert aber nicht. Hat ja damals nur funktioniert, weil wir etwas hatten,
was die ganze Welt gebraucht hat, unsere hochentwickelten Rüstungsgüter. Die ganze Welt hat es gebraucht, ein riesiger Markt, der durch die Engländer und die Franzosen, die anderen, nur bedingt streitig gemacht werden konnte, war noch genug da. Und so konnte das funktionieren. Und der Markt ist nicht mehr da. Der ist schon erst recht nicht mehr da, noch wenn die Zeit noch ein bisschen weiterläuft. Und wenn die Globalisierung zusammengebrochen ist, dann geht gar nichts mehr. Aber bereits jetzt schon sind so viele Industriestaaten da. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, ein Problem ist natürlich schon, dass die Konkurrenz viel stärker ist. Also wenn man Traktoren verkaufen will, und es googelt einer irgendwo, der Traktoren braucht, da findet er vielleicht einen günstigen Traktorhersteller in Brasilien oder in Mexiko oder sonst wo. Das war ja früher nicht da. Das heißt also, dieser Schwamm von Bedarf, der das alles von uns aufnehmen konnte, den haben wir nicht mehr. Also nützen uns diese Maßnahmen, das nützt uns halt jetzt nichts mehr, weil das Umfeld nicht mehr so ist. Wir müssten anders denken. Wir können auch mit dem jetzt herrschenden Wirtschaftssystem nicht ewig weitermachen. Und da bin ich ganz schnell fertig mit der Erklärung, warum das so ist. Weil es auf Wachstum programmiert ist und weil Wachstum auf einem begrenzten Raum seine Grenzen findet. Das lasse ich mir nicht nehmen, das wird immer abgewehrt, immer so, ach, es ist noch genug Platz. Ja, und damit sagen die Leute ja nur, wir sind noch nicht an dem Punkt. Die Welt ist ja noch groß genug, womit sie sich natürlich alle im Irrtum befinden. Aber darüber könnte man noch streiten, ob es noch ein bisschen aushält, ob es noch ein bisschen geht oder nicht. Aber über einen Punkt kann man nicht streiten, dass der Punkt, wenn er denn noch nicht erreicht ist, ich sage, er ist erreicht, aber wenn er noch nicht erreicht ist, dass er erreicht werden wird. Und darauf muss man sich auch mal vorstellen. Und bei dem derartigen Bevölkerungswachstum, bei der Explosion, werden wir sehr schnell in Bevölkerungszahlen kommen, die Welt auf gar keinen Fall mehr aushalten kann. Also da werden Eruptionen kommen, die sich die Leute heute gar nicht vorstellen können. Die Welt wird ganz anders sein und die gesamte Globalisierung wird wegfallen. Man versucht immer noch, solange wie es irgendwie geht, das System, was doch so gut funktioniert hat, am Leben zu erhalten und noch mal irgendwo eine Nische zu finden, wo man sich ein bisschen hinein vergrößern kann. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich auch die Überflutung mit Ausländern sehen. Ich debattiere jetzt an dieser Stelle nicht über den viel diskutierten Identitätsverlust. Das ist ein anderes Thema, darüber kann man reden. Und das ist auch ein legitimes Thema. Aber ob es das brennendste Thema ist, wage ich zu bezweifeln. Ich diskutiere nicht über die Qualität der Zuwanderung, sondern über die Quantität. Und die Quantität überfordert uns. Und auch den Völkischen möchte ich sagen, die würden keinen Piep sagen, wenn jetzt 3 Millionen blondgelockte Skandinavier kämen. Wäre aber genauso tödlich. Weil auf dem begrenzten Raum, es kann doch in der Zukunft jetzt keine Rolle mehr spielen, ob einer, sagen wir mal, etwas braun getönte Haut hat, ob er blaue Augen hat oder nicht. Da wird es nur noch darauf ankommen, wie viel Umwelt er verbraucht, wie viel Liter Wasser er verbraucht, wie viel Wohnraum er braucht. Man muss sich das so vorstellen, wenn Schiffsbrüchige auf dem Atlantik ein Rettungsboot finden und hangeln sich da alle rein, und da ist ein gewisser Proviantvorrat drin, und da sind 2 Chinesen und 3 Afrikaner und der Rest sind vielleicht Franzosen. In dieser Notgemeinschaft wird es keine Rolle mehr spielen, ob der Chines ist oder Afrikaner, sondern nur, wie das vorhandene Lebensmittelpaket und der Wasservorrat irgendwie aufgeteilt werden kann. Und irgendwann ist er halt zu Ende. Und wenn das Boot voll ist, dann ist halt Schluss. Und wenn das Boot paddelt, nicht, und sucht Land, und da gondeln immer noch einmal 2000 Afrikaner im Meer rum und wollen auch in das Boot hinein, dann ist das eben nach den Naturgesetzen nicht möglich.
20 rein. Kann sich noch welche auf die Schultern setzen, da passen vielleicht 30 rein, aber irgendwann ist eben Schluss. Und das ist die Situation, in der wir leben. Nun fragt man sich natürlich, ist unsere Regierung tatsächlich so unvernünftig, das nicht zu erkennen? Überhaupt nicht. Die sehen das ganz genau. Aber die haben eben das Denken, können auch aus ihren Sachzwängen nicht raus. Noch geht's ja. Noch können wir ja Wachstum propagieren. Es wird nicht lange dauern. Wenn dann die Frau Merkel den Mund aufmacht und wieder mal Wachstum propagiert, dass sie jetzt alle klatschen, dann werden die Leute tausendfach Buh rufen. Wenn sie nämlich dann erkannt haben, dass wir nicht mehr wachsen können. Der Grund, dass man diese Ausländerüberflutung hinnimmt, ist viel weniger ein von irgendwoher erwünschter Identitätsverlust. Ich wage zu behaupten, die Brüder kenne ich, diese beinharten Kapitalisten. Sowas, solche Argumente interessiert die überhaupt nicht. Die interessiert nur der Mammon, nur die Kohle. Und wenn eben jetzt noch Wachstum geht, solange es geht, wird halt Wachstum gemacht. Ja, aber es nützt mir doch nichts, wenn ich mehr produzieren kann, wenn ich es nicht verkaufen kann. Ich brauche ja nicht nur Arbeitskräfte, ich brauche ja vor allen Dingen Konsumenten, die dann das alles verzehren und verbrauchen. Ich reg mich schon immer auf über den Begriff Verbraucher. Ich will kein Verbraucher sein, ich will ein Benutzer sein. Ich will mir ein Gut kaufen, was ich gebrauchen kann, was ich benutzen kann. Und ich bin doch nicht dazu da, dass ich den Idioten immer ihr Verschleißmaterial verbrauche. Das beginnt ja schon mit der Mode. Allen möglichen Quatsch muss man kaufen und sich dann auf den Bein hängen, nur damit die Industrie leben kann. Und die größten Gewinne werden eben nun mal im Inland gemacht, in dem, wie soll ich mal sagen, das, was im Inland verkauft werden kann. Und gerade so bei Konsumgütern. Und da sage ich immer als Musterbeispiel, alles wertfrei. 20.000 Iraker im Irak bringen keine müde Mark, keinen Cent. 20.000 Iraker als Flüchtlingskontingent hierher gebracht. Würdest du mir jetzt sagen, das kostet doch mal unser Geld. Das kostet das Geld des Steuerzahlers. Nicht? Der muss die finanzieren, dürfen meistens noch nicht mal arbeiten. Aber sie sind als Verbraucher notwendig. Denn wenn ich jedes Jahr 0,5% Wachstum haben will, dann brauche ich eben auch 0,5% mehr Verbraucher. Und wenn die nicht da sind, dann muss ich halt welche holen. Und da kommen jetzt die ganz schlauen Nationalisten und sagen dann, ja, da müssen wir eben selber mehr deutsche Kinder machen, dann lösen wir doch das Problem. Nein, dann lösen wir das genauso wenig. Das Problem bleibt ja. Es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr auf einen begrenzten Raum, egal ob ich ihn selber gemacht habe oder ob ich ihn von woanders her geholt habe. Und dass da eigentlich der Knackpunkt liegt und die große Schwierigkeit. Das ist noch nicht durch. Aber man kann Hoffnung haben. Bloß, wenn es durch ist, wird es zu spät sein. Es ist ja auch interessant, wie wir haben es noch gar nicht lange her. Ein paar Jahre zuvor, wenn sich die Wirtschaftsexperten unterhalten haben, ich höre immer noch den Lafontaine, der ja auch mal irgendwo was studiert hat und der dann vehement gegen das Sparen losgelegt hat und gesagt, eine Hausfrau, die kann sparen, aber eine Volkswirtschaft darf nicht sparen, wenn die Krise da ist und wenn es abwärts geht, dann muss mehr investiert werden, da muss Kaufkraft entstehen, da muss man Geld in die Volkswirtschaft reinpumpen, was bedeutet das Geld leihen, verschulden, ne? Um Kaufkraft zu schaffen. Das kann doch nicht die Lösung sein. Dass man sich gesund sparen kann, dass man sich gesund schrumpfen kann,
dass man auch eine gesunde Wirtschaft auf einem gesunden Niveau halten kann, muss man natürlich die Bevölkerungszahl mithalten. Das hat man noch nicht kapiert oder will es nicht kapieren. Und deswegen wird weiter in die Wachstumsphilosophie hinein, wird die Wachstumsphilosophie weiter verfolgt und weiter aufgebläht, immer weiter, bis die Grenzen reicht, das wollte ich sagen. Aber in der letzten Zeit hören wir dann plötzlich ganz andere Töne. Vor 2, 3 Jahren noch durfte man nicht sagen, dass ein Staat sparen muss. Jetzt im Zusammenhang mit Griechenland hören wir plötzlich, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo man sparen muss. Ach, jetzt auf einmal, wenn es gar nicht mehr geht, muss gespart werden. Hätten Sie ein bisschen früher gespart, wären Sie gar nicht an dem Punkt erst gekommen. Jemand hat das jetzt nicht verstanden, was ich gesagt habe. So, ich denke auch, dass ich jetzt langsam zum Schluss gekommen bin. Wenn jetzt noch eine Frage da wäre, die offen geblieben ist, haben wir eine spezielle, sachbezogene Frage. Wenn nicht, dann war das jetzt Schluss der Vorstellung. Ich bedanke mich für das Zuhören.